Der Arc Patch 2.5.4 bringt jede Menge neue Ausrüstungsteile, das sogenannte Tech-Tier. Wie ihr das bekommt bzw. selber craftet, haben wir euch schon in einem anderen Video erklärt. Jetzt möchte ich mit unserem Arc-Experten Koya mal drüber reden, was es denn da alles so zu ergattern gibt und was das für coole Spezialfähigkeiten freischaltet. Ja, das ist so einiges. Grüß dich. Das Hi. Ist einiges, was da reingekommen ist. Ja, man hat es ja schon im Trailer ein bisschen gesehen, dass man rumfliegen kann wie Iron Man. Aber lass uns von Anfang an loslegen. Es gibt erstmal eine komplette Rüstung aus Tech-Tier. Genau, genau. Die Rüstung ist es letzten Endes, die einem dann natürlich diese speziellen Fähigkeiten gibt. Also neben der klassischen Rüstungsfunktion, dass das also ganz ordentlich einen Rüstwert hat und einen ganz gut schützt, hat es eben dann jedes einzelne Teil dann eine Zusatzfunktion, die es mitbringt, oder mindestens eine Zusatzfunktion, die es mitbringt. Muss allerdings dafür mit Energie gefüttert werden. Und diese Energie, ihr werdet es erraten, das ist wieder das Element, was wir also schon im letzten Video behandelt haben, was man teuer ergattern muss. Und jedes einzelne Teil muss mit diesem einem Element dann jeweils aufgeladen werden. Und wenn man es benutzt, diese Funktion des Teils, dann verbraucht sich das Element dann entsprechend auch. Und das relativ schnell, wie wir festgestellt haben. Also es geht ruckzuck weg und macht das Ganze also noch teurer. Herstellen tut man sich die Rüstung dann im Replicator, soweit man den hat. Wie man den bekommt, haben wir ja dann im letzten Video erörtert. Und da kann man sich dann wieder mit reichlich Materialien dann diese Rüstung eben entsprechend bauen. Und da braucht man auch wieder pro Rüstungsteil mindestens 20 Elemente. Also ihr seht, das ist endlos teuer. Ja. Ordentlich, ordentlich ja. Was zu tun. Und dann, lass uns doch mal, ja, so. Da geht's an die Funktionen jetzt, ne? Da wolltest du ja drauf raus. Genau. bin wieder abgeschweift. Also, wir haben zum einen den Helm. Fangen wir einfach von oben nach unten an. Wir haben zum einen den Helm, der gibt einem eine Nachtsichtfunktion, dass man also nachts eine ganz gute Sicht hat. Der gibt einem eine Infrasicht, wo man dann eben auch Gegner wahrnimmt. Also die sind dann umrandet. Ja, die Gegner sind rot umrandet, Freunde sind grün umrandet. Man hat also eine sehr gute Sicht dann, was wirklich das böse Ziel ist. Man kann unter Wasser endlos atmen mit dem Helm und man hat unter Wasser auch eine sehr gute Sicht, was man so sonst nicht hat. Das ist also der Helm. Dann hat man den Oberkörper, mit dem kann man herumfliegen. Also die Oberkörperrüstung bringt das Jetpack mit. Da kann man dann eben entsprechend abheben und durch die Gegend düsen. Das ist eine extrem coole Funktion und lässt sich wunderbar kombinieren mit der Funktion der Hose, denn die bringt den super Sprint mit sich. Und wenn man das jetzt eben entsprechend kombiniert, wenn man hochfliegt und dann den Sprint auslöst, dann schießt man in einer geraden Linie über die Karte durch die Luft wie ein Pfeil. Also das ist richtig, richtig krass und macht wahnsinnig viel Laune. Und es sieht halt echt geil aus. Also es sieht so echt verdammt cool aus, wenn man möchte nicht mehr aufhören. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Aber es verbraucht halt alles Element. Ne? Also das macht so viel Spaß. Man möchte das die ganze Zeit machen, aber man weiß, man vergeudet so viel Zeug dabei. Also es ist echt schade. Dann gibt es den Superschlag, der Gegner, gerade der Dinosaurier, in relativ, also sehr, sehr schnell zerlegt. Ich habe bei einem Bronto mich mal ein bisschen ausprobiert, da hat man dann doch ein bisschen gebraucht, aber so Kano oder dergleichen, die haut man meistens dann schon mit einem Schlag weg. Das ist schon enorm, das ist bei den Handschuhen natürlich dann mit dabei. Und zu guter Letzt haben wir die Schuhe, die sämtlichen Fallschaden annullieren. Das heißt, wenn man dann eben mit dem Jetpack durch die Gegend düst und wenn das Element dann ausgeht, mit genau, wenn der Sprit leer ist und man runterplumpst, ist nicht ganz so schlimm. Okay. Ja, und damit, wenn man dann voll ausgerüstet ist, sieht man halt eben sehr, sehr cool aus wie Iron Man. Aber es fehlt noch mehr und man kann sich auch noch eine fette Waffe basteln. So ist es. Die Waffe, die Rifle, die hat eine sehr coole Funktion, indem sie Gegner stark zurückwirft. Gerade Dinos kommen dann überhaupt nicht mehr einen ran, aber auch natürlich, und dafür ist es hauptsächlich gemacht im PvP, man wird wirklich sehr weit weg katapultiert. Wir hatten das auf so einer kleinen Plattform getestet. Man war ruckzuck, wenn man so eine Salve abkriegt, dann im Wasser und ist aus dem Gefecht gewesen. Also die Funktion, gerade den Knockback, den darf man nicht unterschätzen. Der Schaden ist aber auch nicht ohne. Dafür ist die Reichweite relativ gering. Ja, das ist dann so der kleine Malus. Man muss also schon recht nah ran an die Gegner, um den vollen Effekt zu haben und kann währenddessen natürlich auch ganz gut weggesnipert werden. Also ich finde, das ist ganz gut ausgewogen. Das ist nicht übermächtig, das Gerät.
Okay, und wenn die kleine Waffe nicht mehr ausreicht, dann packt man den großen T-Rex aus, der einen neuen Sattel verpasst bekommen hat. So ist es. So ist es. Der T-Rex-Sattel, der sieht auch nicht nur gut aus und hat einen guten Rüstungswert, sondern der hat auch eine Kanone, eine Sekundärattacke, die man eben aktivieren kann. Und dann hat man einen ganz normalen Zielmodus und kann dann damit rumballern. Das ist der erste Sattel, der diese Funktion mitbringt, dass man also zusätzlich da eine Waffe drauf hat. Und die macht einen ganz guten Schaden an Strukturen, ohne aber auch dort übermäßig zu sein. Also man ballert damit jetzt nicht die Eisenwände weg wie nix. Aber klar, bei Holz und bei Stein, da sieht es dann relativ schnell ziemlich wüst aus, wenn der da durchgeht. Und auch das sieht einfach schweinecool aus, muss man einfach mal festhalten. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ein viertes Teil neben der Rüstung, der Rifle und dem Sattel, nämlich den sogenannten Transmitter. Und das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, nicht wirklich, aber erklär mal, was das macht. Der Transmitter, der sorgt dafür, dass man Items zwischen verschiedenen Ark-Welten hin und her transferieren kann und eben auch Dinos. Im Grunde genommen ersetzt er für die erfahreneren Ark-Spieler den Obelisken. Also man hat dort ja am Obelisken die Möglichkeit, Items hochzuladen. Dann verschwinden die aus der Welt, wo man aktuell ist, werden in den Obelisken reingeladen und man kann dann auf einer anderen Karte, auf einem anderen Server, diese Items und Dinos oder auch Charaktere eben wieder runterladen und dort dann verwenden. Und das hat man eben bisher dann an jenen Obelisken machen müssen und kann jetzt über den Transmitter so etwas halt auch, so diese Funktion auch in die eigene Basis dann reinholen. Für aber richtig Asche. Das Ding ist wirklich teuer. Aber ist nicht genau das aktuell ein Kritikpunkt von vielen Spielern, dass gerade die großen Tribes die Server quasi problemlos beherrschen, weil sie jederzeit von anderen Servern ihre großen Dinos herholen können und ihre Ausrüstung und so quasi von wie ein Heuschreckenschwarm von Server zu Server ziehen können und alles beherrschen? Und wird das nicht dadurch viel erleichtert noch? Zunächst einmal muss man dazu sagen, dass ich selbst jetzt nicht auf den offiziellen Servern unterwegs bin. Also ich kann daher nur das auch aufnehmen, was immer wieder geschrieben wird. Und das ist durchaus ein berechtigter Kritikpunkt, dass natürlich die großen Tribes das Ganze da beherrschen und da wie Heuschreckenschwärme durch die Gegend ziehen. Das ist jetzt allerdings nicht unbedingt ein Problem des Transmitters, sondern eben dieses Server-Settings, dass das eben möglich ist, da in die verschiedensten Welten sich reinzuporten. Wenn man das mal transferiert auf einen privaten Server, den man hat, oder einen privaten Serververbund, den man hat, wo man verschiedene Karten hostet, beispielsweise eben The Center, The Island und Scorched Earth, also die offiziellen allein schon, dazu kann man ja auch noch die ganzen Mod-Karten nehmen. Wenn man da also einen Serververbund macht mit verschiedenen Karten, ist es natürlich eine super geile Funktion, wenn man sagen kann, okay, ich transferiere da immer was hin und her und kann auf allen Karten siedeln, nehme ein paar Dinos mit, nehme ein paar Items mit. Wenn man das Ganze mit einem ordentlichen Regelwerk versieht, ist das Ganze halb so schlimm. Ja, auf den offiziellen Servern, da ist Wildcard gefragt, Settings zu finden, dass das unterbunden wird und da diese Heuschreckenschwärme halt nicht passieren. Aber man muss dazu sagen, der Transmitter wird das Ganze, glaube ich, nicht verschlimmern, weil letzten Endes der kostet eine Unsumme und diese großen Clans haben auch überhaupt kein Problem damit, zum nächsten Obelisken zu gehen und das dort zu machen. Also ob die das jetzt in der eigenen Basis hochladen oder am Obelisken, ich glaube, das ändert an der Häufigkeit, wie sowas passiert, nichts. Okay, Andreas, vielen Dank für deine Einschätzung zu dem Thema und für deine Vorstellung der verschiedenen Tech-Tier-Ausrüstungsgegenstände, die es jetzt neu in ARK gibt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Macht's gut. Ciao. Ciao.